Ja, gibt zur Patina auf alle Fälle mit dazu. Beschaffenheit an der Schale. So, hier haben wir wieder diese rauen Oberflächen. Also diese Schalen bekommen eigentlich keine Patina. Letztendlich. Die bekommen nur kalte Ränder. Und die bekommen auch sehr schwer raus. Dann haben wir hier die glatten Oberflächen. Das sind so Schalen, die gerade wie hier oben, das ist Patina von aller Feinde. Diese Schale ist wahrscheinlich unbezahlbar. So breit ist wahrscheinlich hier noch nie in Europa irgendwo bezahlt worden für die Schale. Das ist nur das Höchste. Gut, die Beschaffenheit einer Schale ist ein kleines. So sieht das bei uns zu Hause aus. Da kann man mit dem Spaten in den Wald gehen, das ist vielleicht so ein paar Kilometer vom Haus entfernt, kann sich da seinen Ton, darf man aber nicht, kann man sich da seinen Ton abstechen, weil die Tonsuche gehört in die große Firma. Da kann man sich seinen Ton da abstechen und kann sich die Schale aussuchen, wie man will, in heller Weise oder dunkler Weise, kann den Ton einfärben. Aber so sieht es wie eine offene Tonsuche aus. Es ist schön in der Natur zu sehen, die Natur, auf einmal kommt schneeweiß, so eine ganz tiefe, ganz große Schicht zu sehen, wieder auf schneeweiß. Und denkt man, was ist denn das hier, was ist das denn? Das ist ja mal schiere Weinfot. Oder wo muss ich drauf achten? Dann haben wir noch Porzellan, ist da. Das kann man, Porzellan wird sehr wenig verwendet, vielleicht noch für kleine Beisteller und so weiter, aber nicht mehr für die großen Bäume. Der Nachteil ist eindeutig, überhaupt keine Verdunstung mehr auf. Die Handhabung ist wieder gefährlich bei Porzellan. Aber das gehört einfach in die Kategorie mit dazu. Wenn noch was über Frostbeständigkeit reden will, das will ich jetzt nicht alles hier behandeln, weil sonst werden wir nicht, das sind zwei A4-Seiten. Wer das wissen will, der kann dann nochmal fragen. Aber was ganz wichtig ist, okay, Frostschaden. Seht ihr, das ist ein Frostschaden, der passiert mir bei. Nicht, dass Sie denken, ich wollte jetzt schlecht machen und meinen Teil hochgehen. Nur damit man weiß, wieso das kommt. Das passiert bei den asiatischen Schalen, die nicht hochgewonnen sind. Das ist eine Schale aus den USA, hat mir jemand ein Bild zur Verfügung gestellt. So sieht das dann aus. Der Ton, hier sieht man den Grundton. Auch hier wieder, das ist eine Kunstpatina. Man sieht hier den Grundton, wie er eigentlich aussieht. Alles andere ist gespritzt, aufgespritzt worden. Und das schilt dann halt im Winter ab. Wenn da ein ganz kleiner Haare ist, und es kommt Wasser in diesen Haare rein, dann geht es irgendwann mal Richtung dann das Schilden raus. Das ist die eine Art, wenn der Töpfer sagt, meine Schale ist frostfest und das passiert, gebe ich die Schale auch nach 100 Jahren noch, würde ich die ersetzen. Das darf nie passieren. Also wenn ein Händler euch sagt, die ist frostfest, kann man da ruhig mal hingehen, kann sagen, hier, so sieht das aus. Das ist nur eine Frostschale, kein Schaden, wo der Monsaianer für verantwortlich ist. Im Gegensatz dafür, also, das ist zum Teil ein Frostschaden, dafür ist der Monsaianer verantwortlich. Ich habe schon ab und zu, vielleicht insgesamt 4 oder 5 Mal in meinem Leben, Schale bekommen, guck mal hier, die ist mir kaputt gegangen. Und wenn man dann guckt und sieht, dass die ist nicht von mir kaputt gegangen, sondern ist Folgendes passiert, wenn man, egal was das ist, ob das ein Kiefer ist oder ein Ahorn, wenn man ein Ahorn 2 Jahre nicht umtopft, dann ist einfach nur noch Holz da unten drin. Wenn jetzt noch Wasser dazu kommt, die geringste Menge Wasser kann sich nicht mehr ausdehnen. Und die geringste Menge Wasser hat so viel Kraft, dass sie mitunter, wisst ihr ja, eine Stahlwasserleitung sprengen kann. Also dieser Schaden, der dabei entsteht, wie das hier deutlich zu sehen ist, da ist der Monsaianer dran schuld, muss man ganz eindeutig sagen. Also oft öfters umtopfen. Gut, bei Kiefern macht man es eben nicht, aber bei den anderen nicht zu faul sein, Entschuldigung, nicht zu faul sein und dann denken,